Freunde, Freunde, damals am C64, Gianna Sisters, das war wohl eine Legende. Gab, glaube ich, auch damals Ärger mit Nintendo, zumal Nintendo gesagt hatte, das ist so zu ähnlich an Mario, weil man damals auch anstatt einen Pilz umzuwachsen eine Blume gefressen hat, genau, und ist damit, nee, ein Ball, genau, man hat einen bunten Ball gefressen und ist dann mit diesem bunten Ball immer größer geworden, immer wieder kleiner. Hier hat man das Ganze ein bisschen anders gelöst. Hier hat man gesagt, okay, es gibt eine gute und eine böse. Und kann dann zwischen den zwei Charakteren hin und her wechseln. Was ich sehr geil gemacht finde, zumal die Musik richtig genial ist. Und auch immer noch die alte Musik, die alten Songs neu aufgearbeitet in dem Spiel zu finden sind. So, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal direkt aufs Spiel. Genug gequatscht. Jetzt geht's los. Oh. Das ist natürlich kein großer Drache, der irgendwie fressen will. Na hurra. So geil war das damals natürlich nicht. Von der Grafik her ist das natürlich logisch, ne? Aber der Kult in den 80ern. Wahnsinn. Also, wer Gianna Sisters vom C64 hatte, hat sich immer gefreut. Konnte man immer mal zwischendurch laden und zocken. War trotzdem mal grandios. So, jetzt kommen wir hier zu unserem ersten Rätsel. Hier oben wird angezeigt, wir sollen von Normal Gianna Sisters, also von der Lieben, zu der Bösen umschalten. So, und man merkt, die Musik ändert sich auch gleich. So, hier können wir wieder wandeln. Das heißt, wir müssen strategisch immer zwischen beiden hin und her wählen. Das ist auch mit dem Einsammeln so. Können wir das so machen? So. So kann man immer ganz viele Diamanten sammeln. Jetzt, genau, so haben wir jetzt auch beide. Das müssen wir theoretisch wieder tauschen. Das funktioniert noch wie in den 80ern. Einfach auf den Kopf springen und dann ist Ruhe. So. Um an die gelben Diamanten ranzukommen. Wieder umschalten. So. Gucken. Mal schauen, wo wir hier lang müssen. Ja, okay, der Pfeil zeigt ja nach unten. In die Richtung hier. Oh, wir genießen nochmal den Diamantenregen. Oh. Jawohl, also. Wir konnten drauf springen. Jetzt wieder wechseln. Sehr schön. Jetzt wieder rüber und hoch, zack. Und hoch, zack. So. Wir wollen aber die roten auch einsammeln, also tauschen wir wieder. Hier tauschen wir auch wieder. Also es funktioniert bis jetzt noch ganz gut, muss ich sagen. Ich hätte es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Oder schwieriger, je nachdem. Oh, wir haben erst ein Level geschafft. Super. Also ich fand uns schon gut, aber 256 von 392 Diamanten ist eigentlich noch relativ wenig. Egal. Eins, zwei, auf zur nächsten Runde. Das ist jetzt ein Original-Soundtrack übrigens von damals. Nur geiler aufgemacht so. Der Sound, der war damals schon so grandios. Mann, 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 da kommt richtig, richtig Gänsehaut. Das ist wirklich so richtig Retro-Fieber. Wahnsinn. Ah, hier. So, können wir noch fliegen? Wow.
Alter, das... Das ist echt... Das macht so ein Fetz. Eigentlich dachte man ja, so Jump'n'Runs sind tot, aber das... Das ist, wie gesagt, super geil umgesetzt. Und das sage ich jetzt im Jahr 2020. Ich meine, das hat ja jetzt ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber trotzdem einfach genial. Ich kann jetzt hier auch die Blöcke zerstören. So, super. Ach so, ich darf gar nicht ins Wasser. Ah, ich habe gedacht, da geht's weiter. Jetzt wird es mir auch angezeigt, dass ich mich wieder wechseln soll. Super. Ja, so kriegen wir die meisten Diamanten. Oh, aufpassen. Aber zu oft dürfen wir die auch nicht berühren, dann haben wir nicht ein Problem. Oh, ja, das meine ich. Das funktioniert mal. Aber zu oft darf... Ich glaube, zweimal darf man sie berühren. Ah, das geht auch. Also man kann die auch umrammen. Das ist auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. In der 80er-Version beim auf dem C64 war es halt so, da konnte man die, konnte man schießen. So, komm her hier. Schalten wir nochmal um. Das gar nicht. Achso, wir müssen hier runterfallen, genau. Weil die nehmen wir nochmal mit. Ah. Ich musste ja wieder rauf reinfallen. Das ist so, die sehen so klein und niedlich aus, diese Vögel. Dass man da immer wieder drauf reinfällt. Ja, haben wir es drauf? Naja, nicht ganz. Haben nicht alle geschafft. Ja, super. Die großen Diamanten bringen natürlich eine Menge. Oh, nicht ins Wasser. Was sich auf jeden Fall geändert hat, es war damals nicht so ein Luxus, dass man so viele Leben hatte. So wie heute. Damals hatte man, glaube ich, 3 Leben. Konnte Zusatzleben sammeln und dann war aber auch gut. Und wenn die 3 weg waren, war vorbei. Jetzt sind wir schon bei 1,3. So, jetzt zeigt der Pfeil nach unten. Und das Wasser. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja,
Ich muss da anders machen. Einmal springen und dann. No. Super. Ah, jetzt kann sie auf einmal schwimmen und der trinkt nicht. Das ist gut. Natürlich auch eine schöne bunte Landschaft. Also, gefällt mir auch sehr gut. Na komm, die nehmen wir alle mit. Weil wir so geschickt sind. Schaffen wir selbst die hier. Na komm. Ja. Hier noch irgendwie Geheimnisse oder so? Nö. Kann ja sein, dass es hier auch geheime Level gibt. Jo, so läuft das. Sehr schön. Die holen wir uns jetzt auch noch. Sollen wir hier nach oben? Ich vermute mal. Genau, wir müssen wieder switchen. Oder? Nee. Ah, dann müsste das schnell sein, ne? Okay, dann müssen wir wieder tauschen. Und dann darüber. Geschicklichkeit ist doch alles. Ich habe keine Lust, von dem Federvieh hier platt gemacht zu werden. Das haut die auch komplett aus den Federn. Oh, schade. Mal gucken. Ob wir nochmal hochkommen? Ja. Und wieder oben wollte ich mir noch mitnehmen. So, jetzt können wir runter. Ah, hier müssen wir wieder wechseln. Oder? Nö. Ach so, ja, ich bin ja. So. Genau, wir können das ja zerstören hier. Das erinnert mich so ein bisschen vom Move her an Sonic von damals. Sonic the Hedgehog. So, den hat es auch wieder aus den Federn gehauen. Mal aufpassen, dass wir ja keinen Mist bauen. Ja. Das meinte ich mit Mist bauen. Okay, aber da haben wir jetzt schon wieder kleine Wegmarkierung erreicht. Können wir wieder weitermachen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Auch wenn es nur 5 Steine sind. So, jetzt schwimmen wir erstmal nach oben. Oh. Ja. Das war natürlich wieder sehr ungeschickt. Das ist schon genial, dass man an manchen Stellen mit einem Charakter gar nicht weiterkommt. Jetzt nochmal in die Richtung. Da müssen wir hier. Ah, jetzt haben wir's. Echt aufpassen.
Oh nein! Gerade wo wir so weit waren. Naja, egal. Das kriegen wir auch noch mal hin. Jetzt nicht ganz so schwierig. Das Schöne ist, dass das heute alles in 3D möglich ist. Früher war das in 2D. Ja. No. Müssen hier ein bisschen kämpfen, weil... Wie gesagt, ich habe keine Lust, dass wir hier wieder von ganz vorne anfangen müssen. Ja, jetzt sind wir schon da. Super. Also wir schaffen immer mehr als 50% der Steine. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So. 1 von 4 kommt jetzt. Vier. Nee. Der vierte Teil, genau. So, jetzt haben wir's. Schalten wir hier mal um. Oh nein! Wie ungeschickt! Na komm, Piepmatz, geh mal beiseite. Die Musik gab es damals auch als Original übrigens. Oh, jetzt wollte ich schon die Brücke hochgehen. Na, das war aber jetzt wieder mehr als dämlich. Ja, komm. Bisschen mehr Konzentration, dann geht das auch. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Komm, wir bleiben gleich in Evil-Modus hier. Oh, aufpassen. Voll, wir können ja auch... Oder geht da... Kommen wir da und vorbei? Ne. So funktioniert das auch. Naja, es soll irgendwie nicht sein. Aber es ist auch schön, dass nicht mal alles so super klappt. Ruckzuck sind wir da wieder. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Muss Y drücken. Mann, Mann, Mann. Das geht aber hier zu weit. So, jetzt kriegen wir es aber hin. Ja, genau, die wollte ich drücken. Jetzt geht's wieder nach unten. So, jetzt wieder auf Evil und dann hauen wir uns da durch die Steine. Ja, sehr geil.
Ja, sehr gut. So. Ja. Wieder ein Checkpoint erreicht. Okay, wir gehen mal weiter nach unten. Also man wird quasi gezwungen, sich zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Zu entscheiden. Nämlich die kleine Gute oder... Oder nämlich die Liebe. Die liebe Diana. Zack. Aber wenn wir schon mal so tief fallen, dann nehmen wir die natürlich auch noch mit, die Steine hier. Das Gute ist, wir können mit dieser, mit der Guten gar nicht so weit hoch. Also müssen wir wieder wechseln. Das heißt, beide Charaktere haben ihre Aufgabe. In einer Person. Das ist ja auch mal schön. Okay, wir müssen da ein bisschen fixer sein. Ah, okay. Ja, genau, so geht das. Auf die Rübe und dann weiterspringen. Oh mein Gott, dass ich noch in der Luft gewechselt habe. Das hätte ich ein Problem gehabt. Ah, oh Gott. Jo, selten dämlich. Kann natürlich auch so machen. Genau. Dass man den auf den Kopf springt. Ja, Checkpoint, sehr gut. Mal kreisen hier, Diamanten einsammeln. Und wieder Checkpoint. Klong. Oh. Sogar mit Heil, weil es eine Höhle ist. Oh, das schmeckt richtig gut. Oh, man merkt, die werden hier langsam schneller. Alter, das war aber mega knapp, sage ich euch. Ich hätte es beinahe nicht geschafft, glaube ich. Wieder ein Checkpoint, sehr gut. Okay, die drehen hier jetzt ein bisschen langsamer, wollte ich gerade sagen, aber auch nicht besser. Ah, scheiße. Jetzt können wir die Richtung sogar angeben, indem wir wechseln. Das ist sehr gut. Das Schöne ist, sie sind... Ah, Mist. Die sind ja sogar markiert, ne? Also wenn ich jetzt böse bin, leuchten sie rot.
Wenn ich die Liebe bin, dann leuchten sie gelb. So, und wir müssen jetzt rüberspringen. Und gleich wieder wechseln. Ich glaube, das war jetzt so richtig. Was ist überhaupt, nö. Dachte, ich kann da rechts rüber. Hier würde ich zerschellen. Also in die Richtung. So, aber hier zerschelle ich doch. Achso, ich muss ja auch hier rüber. Ah, alles klar. Dann sollte doch ab und zu mal die Pfeile beachten. Oh, super. Wieder ein Checkpoint erreicht. Oh nein, gerade am Checkpoint. Oh, ich bin ja auch... Mann, Mann, Mann. Manche Dinge macht man nur einmal falsch. Was kommt denn jetzt hier? Ist halt immer so eine Konzentrationssache. Dass man das nebenbei auch noch so... mal richtig wechselt. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus.